Guten Abend, geschätzte Damen und Herren. Schön, dass Sie heute Abend dabei sind. Ich hoffe, Sie haben sich schon sehr bequem eingerichtet, sei es also am Küchentisch oder doch ein bisschen liegend auf dem Sofa. Mein Name ist Luca Schuffelberger und ich freue mich, Sie heute durch den Abend begrüßen führen zu dürfen. Ich studiere hier an der ETH Chemie und Physik und die Podiumsdiskussion heute wird aber nicht viel mit Chemie und Physik zu tun haben, sondern sie steht ganz im Zeichen von Impfen in Zeiten der Pandemie. Bevor wir jetzt gerade mit der Podiumsdiskussion loslegen, möchte ich Ihnen erklären, was es heute so behandelt werden soll. Als erstes diskutieren wir in der moderierten Diskussion drei Themen. Nämlich, zuerst geht es darum, um Covid-Impfung und mögliche Verteilungsproblematiken, die hier entstehen. Als zweites nehmen wir einen Schritt zurück vom Corona-Thema und diskutieren über das Impfen im Allgemeinen und wie sich auch die Impfskepsis in der Schweiz entwickelt hat. Ganz am Schluss machen wir dann noch den Bogen zurück zum neuen Covid-Gesetz. Soweit mal für die moderierte Diskussion, aber wir wollen natürlich auch möglichst viel Interaktion mit Ihnen daheim, auch wenn das im digitalen Rahmen ein bisschen schwierig ist, das bin ich mir auch bewusst. Sie haben ein Tool, wo Sie ganz einfach Fragen stellen können. Das ist Slido und ich werde Ihnen das nachher ganz kurz vorstellen. Während Sie sich vielleicht aber noch ein Gläschen Weisswein am Einschenken sind, möchte ich Ihnen präsentieren, wer denn alles so hinter dieser Veranstaltung steckt. Wir sind ein interdisziplinäres Team von Studierenden. Sie sehen hier einen Screenshot von unserem letzten Meeting, natürlich auch bei uns, alles in digital. Unsere Studienrichtung geht eben zu Chemie und Physik im Fall über Medizin bis zur Wirtschaft. Und wir hoffen, diese Vielfalt heute auch können in dieser Veranstaltung ein bisschen zu widerspiegeln. Natürlich sind nicht nur mehr sechs hier dahinter gestanden, sondern wir haben ganz viel Unterstützung bekommen. Die ETH Zürich können Sie sicher, aber was Sie vielleicht noch nicht können, sind REACH und die Alte Anatomie, wo beides Organisationen sind, die sich einsetzen dafür, dass die Wissenschaft und Gesellschaft sich ein bisschen näher kommen, dass Medizin und Gesellschaft sich ein bisschen näher kommen. Also, wenn Sie Lust haben nach der Veranstaltung, schauen Sie doch mal bei denen auf der Webseite vorbei. So, aber jetzt ist eigentlich schon mal genug Einführung. Aber bevor wir anfangen, doch noch ein Wort zu dem Slido, das ich vorgestellt habe. Zum Fragen stellen können Sie einfach einen neuen Tab aufmachen und dort eingeben slido.de. /de brauchen Sie nur, wenn Sie die Webseite auf Deutsch wenden. Auf dieser Webseite können Sie nachher auch einen Code eingeben. Der ist impfen-covid. Sie sehen hier auch noch auf meinem Kärtchen auf dem Tisch, habe ich das kurz aufgeschaltet. Und es sollte auch noch ein Moment auf der Präsentation stehen. Also dort wäre der Moment, zum jetzt oder auch später Fragen zu stellen. So, jetzt finde ich, haben wir aber genug Einleitung gemacht. Und ich freue mich natürlich sehr, all die tollen Gäste heute bei uns dabei zu haben. Ich fand gerade mal ganz hinten an mit dem Herrn Philipp Thaar. Schön, dass Sie dabei sind. Der Herr Professor Philipp Thaar ist Co-Chefarzt für Infektiologie am Kantonsspital Basel-Land und das wird heute sicher auch ganz interessant sein. Er leitet die nationale Forschungsgruppe zum Thema Impfskepsis in der Schweiz. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie da sind. Danke. Gut, dann als nächstes gerade auf die andere Seite. Ganz einen ähnlichen Nachnamen, verschrecken Sie nicht, falls Sie dann nicht wissen, ob jetzt Thaar oder Frau Thaar gemeint haben. Guten Tag, Frau Professorin Brigitte Thaar. Frau Thaar ist gerade hier an der UZH Professorin für Medizin und Strafrecht und neben ganz vielen anderen Jobs auch noch in der Nationalen Ethikkommission zum Thema Humanmedizin. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, freue mich. Und als letztes auf dem Podium haben wir den Herrn Wieser. Er ist Professor an der ZHAW, das ist die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Er ist Gesundheitsökonom und leitet das Departement, das so heisst. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Und ja, liebes Publikum, Sie haben wahrscheinlich gemerkt, dass eigentlich eine Person mehr angekündigt gewesen wäre. Aber wie das halt in der aktuellen Zeit so passiert, hat leider Frau Gedamke müssen absagen, weil ihrem Team jemand positiv getestet worden ist. Susanne Gedamke wäre Vertretung von der Schweizer Patientenorganisation.
Ja, das ist alles sehr spontan entstanden. Sie hat es auch erst heute am späteren Nachmittag erfahren. Wir hoffen natürlich, dass es ihr und im ganzen Umfeld gut geht. Und ihr geht es gut, weil ich habe am späten Nachmittag noch ein kurzes, spontanes Interview mit ihr geführt, wo wir nachher am Ende der moderierten Diskussion für 6 Minuten werden einspielen, damit die Patientenperspektive nicht untergeht. Ja, live ist leider nicht möglich gewesen, aber wir machen aus der Situation natürlich das Beste. Nach dieser kurzen Vorstellung jetzt fangen wir schon an mit der Diskussion. Als erstes bezüglich einer mögliche Covid-Impfung ist noch sehr viel unbekannt. Und wir wollen ja heute Abend auch nicht unnötig spekulieren. Aber die Diskussion über die Verteilung von möglichen Impfstoffen, die ist ja schon sehr lange am Gehen. Und die Vorreservationsliste bei den Pharmaunternehmen, ja, die wird nur noch länger. Die WHO hat hingegen vorgeschlagen, dass man die Impfungen proportional zur Bevölkerung verteilen soll. Frau Tag, wenn ich mich vielleicht als Erste an Sie wende. Die Schweiz hat ja am Anfang im Frühling eben einer fairen Verteilung zugesagt, jetzt aber bei Moderna und Co. grossartig vorreserviert. Die NZZ hat das mal so ausgedrückt, wenn ich da gerade ablese: Die Schweiz setzt sich dafür ein, dass sich andere Länder nicht gleich verhalten wie die Schweiz. Wie sehen Sie das? Sind Sie mit dem Statement einverstanden? Also ich denke, man muss fair bleiben. Also dass die Schweiz bei einer Firma vorreserviert, das finde ich ist voll in Ordnung, wenn sie auch gleichzeitig dafür sorgt, dass andere Länder nicht zu kurz kommen und wenn sie sich da jetzt nicht allzu sehr vordrängt. Und die Schweiz hat sich ja auch bei der, das ist eine Plattform, die heißt COVAX, engagiert. Und bei dieser Plattform, die von der Bill Gates Stiftung ins Leben gerufen worden ist und wo die Schweiz von Anfang an also ganz intensiv mit dabei war, hat sich die Schweiz dafür eingesetzt, dass eben auch die Länder, die sich diese Impfstoffe nicht leisten können, dass sie auch eine Möglichkeit haben, fair am Verteilungsprozess teilzuhaben. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Das steht auf zwei Beinen. Das eine ist das COVAX. Da kann man in der Tat auch vorreservieren, also Kaufoptionen abgeben, sage ich jetzt mal. Und damit wird natürlich die ganze Möglichkeit der Forschung und auch der Erprobung und alles natürlich intensiviert. Da profitieren nachher alle davon, wenn man Impfstoff hat. Und auf der anderen Seite gibt es eine Plattform, die ist AMC. Und AMC, die ist quasi korrespondierend zu der COVAX-Plattform. Und das sind 92 Länder, die eben von der Finanzkraft nicht in der Lage sein werden, den Impfstoff zu finanzieren. Die sind da wie registriert und da ist sichergestellt, dass die Länder, die da registriert sind, genauso wie alle anderen Länder mit den Impfstoffen bedient werden. Ich finde, das ist vorbildlich, was die Schweiz da macht. Also es ist wirklich Vorreiter, sodass man wirklich da auch sagen kann, man muss das eine sicherlich tun und auch in die Überlegungen einstellen, aber bitte das andere nicht lassen. Und bei der Schweiz ist es wirklich so, sie sind Vorreiter. Also deswegen möchte ich da nicht ein Kränzchen winden. Toll, dass wir mit dabei sind. Toll, dass wir dafür Sorge tragen, dass andere Länder, die eben nicht die Finanzkraft haben, genauso mit Impfstoffen versorgt werden, wenn es dann vorhanden ist. Das ist immer wenn, das dauert. Aber immerhin, das ist eine wunderbare Initiative. Da kann ich einfach nur sagen, bravo. Okay, also wir haben gesehen, Frau Tag stimmt eigentlich im Vorgehen von der Schweiz weitgehend zu. Herr Thaar, würden Sie dieser Einschätzung zustimmen? Ja, es darf nicht sein, dass Länder, die mehr Geld haben, mehr Impfung kriegen, pro Kopf von der Bevölkerung, da bin ich völlig einverstanden mit der Frau Tag, dass man es ethisch, dass wir gut können schlafen können. Es kann nicht sein, dass der Westen, die reichen Länder alle Impfungen kriegen und die armen Länder ihre Leute nicht können impfen. Das geht nicht. Herr Wiese, vielleicht, was ist da Ihre Einschätzung? Ja, es ist sicher richtig. Ich glaube, wahrscheinlich ist es realistisch, dass die reichen Länder gleich die ersten sein werden, die den Impfstoff bekommen. Mhm. Also man muss das eigentlich bei der Entwicklung von neuen Medikamenten, von neuen Impfstoffen immer so. Und es wäre ein Wunder, wenn es das mal anders wäre. Herr Wiese, für mich als Laie wirkt das ein bisschen intransparent, wie ein Preis für einen Impfstoff oder allgemein ein Medikament festgesetzt wird. Können Sie uns da vielleicht kurz erklären, wie das jetzt im Fall von einer Covid-Impfung oder Impfung im Allgemeinen gemacht wird und wie man jetzt eben als Schweiz mit dem umgehen? Also die Schweiz setzt den Preis fest und es kommt darauf an, ob es von der obligatorischen Krankenversicherung übernommen wird oder nicht.
wenn es von der obligatorischen Krankenversicherung übernommen wird, dann gibt es eine Verhandlung zwischen dem Bundesamt für Gesundheit und der Pharmaindustrie, sagen wir, und dann findet man einen Preis oder BRG leitet den Preis fest, der auch am Ausland ungefähr ähnlich ist wie im Ausland, kann man sagen. Wenn das nicht auf die Liste kommt und viele Impfungen sind eigentlich nicht auf der Liste, dann gibt es eigentlich einen freien Preis. Dann kann eigentlich das Unternehmen den Preis festsetzen, wo es will. Und wenn man jetzt bei der Impfstoffentwicklung momentan bei Covid ein bisschen nachhakt, wie läuft das denn im internationalen Rahmen jetzt eher ab? Also wir haben jetzt ein bisschen über die Schweiz gelaufen. Wie tun Sie sich denn international absprechen für einen Preis? Preisfestlegung? Ja, also das ist ja sehr international, der ganze Pharmamarkt, und die schauen natürlich, die Preise hängen zwischen allen Ländern hängen die zusammen, und es ist normalerweise so, dass in den reichen Ländern höhere Preise sind als in den ärmeren Ländern, aber man fängt halt normalerweise in den reichen Ländern an, die setzt die Industrie erstmal einen hohen Preis fest, und in dem Fall würde ich auch annehmen, dass sicher in den ärmeren Ländern dann niedrigere Preise festgelegt werden. Und allgemein muss man sagen, sind die Preise für die Impfungen nicht so hoch. Oder wir hören ja sonst irgendwie Hunderttausende von Franken für ein Medikament, für eine Behandlung. Das wird da sicher nicht der Fall sein. Also die Preise sind auf einem viel tieferen Niveau da, sicher. Würden Sie denn sagen, der Preis von einer Impfung ist eigentlich gar nicht so relevant, darüber zu diskutieren? Oder wäre das zu weit gesagt? Ich glaube nicht, dass das große Problem ist. Das größere Problem ist da die gerechte Verteilung. Mhm. Das wird das größere Problem sein. Und man sieht ja jetzt, also, was ich in der Zeit gelesen habe, oder die Preise, die jetzt von denen, die irgendwie da mal deklariert worden sind, die sind so unter 100 Franken auf jeden Fall pro Impfung oder unter 50 Franken vielleicht sogar. Also das sind im Vergleich zu anderen Medikamenten relativ niedrige Preise. Natürlich, die große Masse heisst dann gleich, dass man eventuell viel damit verdienen kann. Ja. Möchte jemand von Ihnen gerade noch etwas dazu anfügen? Oder sonst allgemein steht die Impfentwicklung, das haben Sie sicher mitbekommen, auch in den Heimen, unter sehr grossem Zeitdruck. Mhm. Man sieht so momentan an den aktuellen Fallzahlen, wird das natürlich immer wie mehr ein Thema. Wir haben in der ersten Veranstaltung besprochen, dass man gut gewisse administrative Hürden kann senken, müssen administrative Prozesse beschleunigen. Eine mögliche andere Beschleunigung wäre es, gesunde Menschen, junge Menschen zu impfen und die dann gezielt zu infizieren mit zum Beispiel Corona. Das hat einfach gesagt einen Vorteil, dass man dann nicht warten muss, bis sich die Leute nachher irgendwo im echten Leben mit Corona anstecken. Und es ist schon ein paar Mal gemacht worden. Man nennt es Human Challenge Trial, und wie Sie sich vorstellen können, ist das sehr kontrovers. Herr Thaar, vielleicht an Sie am Anfang. Macht es in der aktuellen Situation überhaupt Sinn, so einen Human Challenge Trial einzusetzen? Also ob das Sinn macht, ich würde das nicht, ich würde die Frage nicht so stellen. Ich glaube, im Moment ist die Meinung, dass man noch nicht begriffen, wieso gewisse Leute, die auch jung und gesund sind, sehr schwer an Covid-19 erkranken, wenn sie es kriegen. Und darum ist von eben ethischer Seite, von Patientinnen, Organisationsseite, auch von meiner Seite, ich bin da extrem skeptisch, ob man das kann riskieren kann, gesunde Leute in einer Impfung auszusetzen, solange nicht klar ist, dass sie sicher und wirksam ist. Da wäre es gut gewesen, wenn man Patientinnen-Organisationssichtweise heute auch noch hätte können hören. Vielleicht hören wir das nachher noch im Film. Aber ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Thema. Und im Moment sieht es ja so aus, dass die Fallzahlen extrem zunehmen in weiten Teilen der Welt, vor allem in Europa jetzt gerade. Dass es, glaube das soll jetzt nicht zynisch stehen, aber wir werden genug Infizierte haben, die sich auf natürlichem, normalem Weg anstecken, die dann in diesen Impfstudien können teilnehmen können, um zu zeigen, ob die Impfung wirksam ist. Wir brauchen wahrscheinlich die Freiwilligen, die sich hier melden und ein bisschen Geld verdienen, indem sie hier unter kontrollierten Verhältnissen das Virus in die Nase hineingesprayt kriegen, nachdem sie mit einer Impfung oder mit einer Placebo-Impfung geimpft worden sind. Das braucht es wahrscheinlich gar nicht.
Danke, Herr Thaar. Wenn wir jetzt zu Ihnen gehen, Frau Thaar, wenn man von der rechtlichen und auch ethischen Perspektive an so etwas hingeht, was gibt es da alles so für Fragen zu berücksichtigen? Also ich denke, die Schweiz ist sehr gut aufgestellt. Wir haben das Humanforschungsgesetz und das Humanforschungsgesetz regelt ganz explizit, unter welchen Voraussetzungen Probandinnen und Probanden in klinische Studien mit einbezogen werden. Das können auf der einen Seite Patientinnen und Patienten sein, das können aber auch tatsächlich gesunde Freiwillige sein. Und ich möchte auch eines betonen, ohne diese Menschen, die wirklich sagen, ich gehe ein Risiko ein, würde man an allen Menschen einfach mal den Versuch starten, ob die Impfung funktioniert. Denn man würde ja den direkten Sprung vom Tier in den Menschen machen. Und deswegen, also man muss da schon auch vorsichtig sein, dass man da sagt, das ist vielleicht ganz verwerflich oder so. Nein, das ist es nicht. Wenn die Probandinnen und Probanden gut untersucht und gesund sind, wenn sie genau wissen, um was es geht, wenn sie aufgeklärt sind, wenn sie einwilligen, wenn die Versicherung vorhanden ist, das ist ganz wichtig, also wenn doch für den Fall des Falles, dass Nebenwirkungen eintreten, dass das alles gut abgesichert ist, dann ist es eine ganz legale Vorgehensweise, die man auch hat bei anderen Medikamenten, nicht nur bei Impfungen. Also das möchte ich einfach mal so als Ausgangspunkt festhalten und deswegen, die Idee ist nicht irgendwie falsch, sondern die ist unter dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit richtig, wenn Autonomie gewährleistet ist. Es kann natürlich immer sein, und das haben Sie auch bei anderen Medikamenten, dass Sie Nebenwirkungen haben, mit denen man in keinster Weise gerechnet hat. Man möchte das vermeiden, aber man kann es nicht immer vermeiden. Und deswegen muss man so intensiv aufklären. Sie haben natürlich zu Recht gesagt, okay, wenn die Leute sich sowieso anstecken, auf die eine oder andere Weise, beziehungsweise, nein, ich muss so sagen, wir haben ja Placebo auf der einen Seite, wir haben auf der anderen Seite das Verum, das ist dieser Impfstoff, der da ja existiert. Und dann kann man natürlich die Personen, ich sage jetzt mal, wie beobachten, ob sie sich anstecken oder ob sie sich nicht anstecken. Aber wir wissen natürlich letztendlich nie, ob sie sich nicht angesteckt haben, weil sie geimpft worden sind mit diesem neuen Verum, also mit dem Impfstoff, oder ob sie einfach sonst Glück gehabt hatten oder sonst eine tolle körperliche Konstitution haben. Also da ist immer eine gewisse Unsicherheit und das bedeutet, man sollte sich das wirklich überlegen, inwieweit das möglich ist mit gesunden Probandinnen und Probanden, die wirklich gut aufgeklärt sind und die sagen, ja, ich möchte was für die Allgemeinheit so beitragen und ich möchte das unterstützen, dass es gut läuft, ob man nicht den Weg gehen kann. Sehr kontrolliert, sehr medizinisch unterstützt, sofort eingreifen, wenn was ist. Also man kann sehr viele Rahmenvorgaben installieren, um die Menschen natürlich ganz klar zu schützen, das ist selbstverständlich. Aber es ist schon eine Möglichkeit, die man nicht einfach wegschieben sollte. Und wegen Geld, das gilt für arme Länder oder ärmere Länder oder finanzschwächere Länder. Wir haben das ja in Südamerika gehabt. Eine Firma hat hier ausgeschrieben und hatte, ich glaube, 900 Plätze. Und sie ist ja überrannt worden mit Tausenden von Interessentinnen und Interessenten. Das kann sein, weil die Länder vielleicht finanziell in der Gesundheitsversorgung schlecht aufgestellt sind. Und jeder hat gesagt, lieber nehme ich die Impfung, auch mit dem Risiko, wie dass ich krank werde. Kann auch sein, dass finanzielle Überlegungen mit hinten dran stehen. Da muss man einfach sagen, nein. Also wir haben in der Schweiz für uns ja auch die Regel, man kann einen Aufwendungsersatz, also für irgendwelche Kosten, sagen wir Fahrtkosten oder sonst was, begleichen. Aber bezahlen dafür, dass ich meinen Körper und meine Gesundheit als Impfobjekt, sage ich jetzt mal, zur Verfügung stelle, das ist in der Schweiz nicht zulässig. Das ist auch verankert in der Biomedizinkonvention, die in der Schweiz gilt. Das ist bei uns im Humanforschungsgesetz verankert. Also wir haben da wirklich sehr, sehr gute Leitplanken, die wir einhalten können. Dennoch, ich weiß, der ein oder andere wird jetzt sagen, na ja, klar, die Schweiz macht alles ganz legal und andere Länder benutzen vielleicht arme Menschen, die sich dann impfen lassen, also beziehungsweise die sich im Versuch impfen lassen. Da muss man einfach sicherstellen, dass wenn man mit den Firmen verhandelt, und das macht man ja jetzt im Augenblick, dass sie jetzt diese Situation nicht ausnutzen, sondern dass sie genau diese gute Praxisrichtlinien berücksichtigen, auch unter ethischer Perspektive.
Wenn wir vielleicht bei den finanziellen Anreizen noch gerade bleiben, jetzt, wie sieht das im internationalen Kontext aus? Eben, welche Rolle hat da die Schweiz, um so eine finanzielle Ausnutzung durch Anreize zu verhindern? Oder wie sehen Sie das, Herr Wieser? Ich glaube, also geht es um die Entwicklung der Impfstoff. Ja, oder wenn man jetzt zum Beispiel für eine Human Challenge Trial möchte, Probanden finden und die nachher gut bezahlt vor Ort und das für solche Leute ein Anreiz ist. Mir ist jetzt keine Schweizer Firma bekannt, die das macht, aber ich, ehrlich gesagt, Frau Tag ist da die Expertin in dem Bereich. Oder? Da kann ich jetzt wirklich nichts sagen. Ja, das kann man einfach auch in den Vertragsbedingungen regeln. Natürlich, ich meine, man kann nirgendwo auf der ganzen Welt Polizei spielen und schauen, dass alles eingehalten wird. Aber das ist einfach genau, dass man sagt, wir müssen Verantwortung auch für die anderen Länder mit übernehmen. Und das bedeutet eben, dass die Standards, die wir in der Schweiz haben, dass wir davon ausgehen, dass sie eben auch zum Beispiel in einem Land in Südamerika eingehalten werden, wenn solche Impfstudien durchgeführt werden. Dann haben wir eine wunderbare Verantwortung, Responsibility, Corporate Responsibility, wie man so schön sagt, in dem Bereich. Und das ist genau das, was man anstrebt. Und ja, man kann einfach nur, ich möchte nicht sagen hoffen, sondern man kann einfach nur dafür eintreten, dass das genau auch so gemacht wird. Herr Thaar, haben Sie da noch etwas gerade zu ergänzen oder zu erwidern? Nein. Gut, Herr Wieser, wenn ich Sie vielleicht noch mal fragen darf. Wir sehen ja im Moment Dutzende Gruppen, die irgendwie an einer Covid-Impfung forschen. Also, man hat den Eindruck bekommen, dass die Verzettelung ein bisschen kontraproduktiver wäre. Wäre es produktiver, wenn alle würden ein bisschen mehr zusammenarbeiten? Das ist halt eine schwierige Situation. Nicht nur in diesem Bereich gibt es ja viel Forscher. Eben, wo, es gibt auch sonst Bereiche im Covid, wo jetzt viele verschiedene Leute extrem viele Publikationen machen. Da kann man sagen, das ist Verschwendung, Ressourcenverschwendung. Ich würde jetzt sagen, im Fall von der Impfung macht es auf eine Art Sinn, oder? Das ist ja wie ein Wettrennen, wo man versucht, normalerweise hat man den Luxus nicht, oder normalerweise hat man nicht so starke Anreize, dass man so schnell eine Impfung entwickelt und so viel Energie und so viel Geld da drin steckt. Und von dem her sehe ich das eher positiv. Und das Risiko ist eher, dass etwas schnell zugelassen wird, oder? Bevor man wirklich weiß, ob es wirklich sicher ist und ob es wirklich funktioniert. Die Tatsache, dass die ökonomische Seite ist ja, dass die Kosten extrem groß sind, nicht so sehr eigentlich in der Gesundheitsversorgung, sondern allgemein in der Wirtschaft, einfach die extreme Wirtschaftskrise, die ausgelöst wird, wie bei uns noch relativ harmlos ist, aber gerade in ärmeren Ländern sind Leute eigentlich viel mehr betroffen als wir, oder? Und von dem her ist es wichtig, dass man ein Mittel dagegen hat und ich glaube, es gibt einen relativ großen Konsens, dass das eigentlich die wirkliche Lösung ist, wenn man eine Impfung hat. Und wegen dem würde ich sagen, dass das Wettrennen um die Impfung ist eine gute Sache. Sehen Sie das gleich, Herr Thaar? Ist das eine gute Sache, dass es da so ein internationales Wettrennen gibt? Absolut, ja. Das Wettrennen braucht es, weil gute Forschung braucht einen Haufen Zeit, braucht einen Haufen Geld. Und wenn man da muss Anträge stellen muss, um Geld zu kriegen, und da Millionen, Hunderte von Millionen braucht, um so eine Impfung zu erforschen und so große klinische Studien mit 20.000, 30.000, 50.000 Geimpften durchzuführen, dann ist das über die normalen Geldfinanzierungsmöglichkeiten, die man in der westlichen Welt haben, nicht machbar. Da braucht es die Pharmaindustrie, wo natürlich die Absicht hat, einen Haufen Geld zu verdienen. Aber das ist völlig okay, Geld können zu verdienen mit etwas, das man entwickelt. Das ist ein ganz wichtiger Motor der Innovation. Und ohne einen Haufen Geld zu verdienen mit einer neuen medizinischen Erfindung, würde es viel weniger Innovation geben. Ich glaube, das müssen wir akzeptieren, ob man politisch links, rechts, Kapitalismus freundlich, Kapitalismus unfreundlich sind, das ist eine Realität. Danke für die Einschätzung an Ihnen beiden. Vielleicht bleiben wir noch ganz kurz einen Moment bei der Covid-Impfentwicklung, bevor wir dann einen Schritt zurücknehmen. Frau Tag, wenn ich mich gerade an Sie vielleicht wieder wenden darf. Wir sehen ja im Moment so ganz viele kurze Meldungen von Impfentwicklungsunterbrechungen. Zum Beispiel diese Woche Johnson & Johnson und Eli Lilly beide kurz ihre
Impfstoffentwicklung ausgesetzt. Ist das ein normaler Prozess, der jetzt einfach mehr in den Vordergrund kommt? Oder ist das ein Problem, wo jetzt die Schnelligkeit von einer Entwicklung auszeichnet? Sowohl als auch. Also die Schnelligkeit wird sicherlich dazu führen, dass man vielleicht nicht ganz so umsichtig jeden Faktor mit berücksichtigt, wie man es normalerweise macht, weil das dauert ja normalerweise Jahre, bis man da solche Stoffe entwickeln kann. Das kann schon damit zu tun haben, aber natürlich auch, weil wir mit dem Virus zu tun haben, wo man vieles einfach auch nicht weiß. Und ich fand das ja auch letztes Mal in der ersten Veranstaltung so schön, wo man ja auch dargestellt hat, wie wirkt der Virus, was kann man dagegen machen, wo können die Impfstoffe ansetzen. Und das sieht man, das sind ja ganz verschiedene Parameter. Das ist ja nicht, einer passt für alles, das würde man sich zwar wünschen, sondern das sind ja ganz verschiedene Ansätze. Und da kann es natürlich auch Ansätze geben, wo man sagt, das könnte funktionieren. Dann haben sie aber neue medizinische Erkenntnisse und dann merken sie, nein, das war der falsche Weg. Und das ist eigentlich damit begründet. Das heißt also, wir sind alle im sehr engen Zeitrahmen. Wir sind mit einer Situation befasst, die sehr ungewöhnlich ist. Das muss man einfach so sagen. Wir haben hier ein Virus, den man wirklich immer noch nicht gut kennt, obwohl man schon viel gelernt hat. Und das führt natürlich auch dazu, dass sich die Gegenwehr, also das heißt den Impfstoff, und das ist ja nichts anderes wie eine Gegenwehr, dass das natürlich auch immer die neuen Entwicklungen mit berücksichtigen muss. Herr Thar, was sehen Sie da dazu? Macht man zu fest vorwärts oder wieso gibt es so viele Unterbrechungen? Ja, die Unterbrechungen sind ganz normal. Also wenn man eine Impfung oder ein Medikament, das nicht eine Impfung ist, an 30'000 oder 50'000 Leute verabreicht und dann muss monatelang warten, ob die an Covid-19 erkranken oder nicht, dann ist es normal, dass in diesen Monaten irgendwelche Erkrankungen auftreten, die auftreten wären, auch wenn die Personen vielleicht nicht geimpft worden wären. Also ein ganz banales Beispiel ist, wenn jemand, der die Impfung oder das Placebo gekriegt hat und das ja nicht weiss, weil es blind ist, die Leute wissen nicht, was sie gekriegt haben, und wenn die draussen von einem Auto überfahren werden, oder dann ist das ein Ereignis, wo sie und ich, wir alle auf den ersten Blick würden sagen, wahrscheinlich hat das nichts mit der Impfung zu tun, außer die Impfung hat gerade eine halbe Stunde vorher stattgefunden und den Leuten ist ein bisschen trümmelig geworden, sie sind raus umgekehrt und haben sich den Arm gebrochen. Dann würde man sagen, das hat vielleicht mit der Impfung zu tun. Aber wenn dann die Leute eine medizinische, also nicht ein Unfall, ein Sturz, ein Auto, das einem überfährt, wenn die Personen, die geimpft worden sind, diese Erkrankung entwickeln, dann kommt so eine Expertengruppe zusammen, die im Voraus definiert ist, wer das ist. Das ist eine Gruppe von Experten, Expertinnen, wo sich dann die ganze Situation, was da passiert ist, ob da jemand ein Fieber, eine Infektion, Husten oder irgendetwas neurologisch, also eine Muskellähmung oder irgendetwas entwickelt hat, die müssen dann beurteilen, wie wahrscheinlich ist es, dass das etwas mit der Impfung zu tun hat. Und zum Beispiel, wo das erste Mal passiert ist, vor 3-4 Wochen, ist es, glaube ich, oder vor 5-6 Wochen, hat dann nachher die Impfstudie weitergehen, weil die Experten sich angesetzt haben, die Expertinnen sich angesetzt haben und festgestellt haben, da ist jetzt kein Signal da, das ist ein Einzelfall von den anderen 30'000, die geimpft worden sind, sind jetzt nicht, ist nicht eine Häufung von ungewöhnlichen Krankheiten auftreten. Darum, die mehr in der Gruppe entscheiden, jetzt dürfte die Impfstudie weitergeführt werden. Also das ist etwas ganz Normales. Und da sind meiner Einschätzung nach die Prozesse, die mir stattfinden, um eben die Sicherheit von der Impfung zu etablieren, die sind absolut korrekt über die Bühne gegangen. Danke für die Einschätzung. Also der Konsens ist, dass da einfach etwas mehr Scheinwerfer Licht gerückt wird, was aber ganz normal ist. Ja. Herr Wieser, gehen wir jetzt doch mal einen Schritt zurück von der Covid-Impfentwicklung. Wir haben alle genug Corona in unserem Leben, oder? Gewisse Impfungen werden ja in der Schweiz von der Grundversicherung übernommen, andere nicht. Zum Beispiel die Grippeimpfung wird für Nicht-Risikopatienten nicht von der Grundversicherung übernommen. Wie wird das so definiert und Ihrer Meinung nach sollte man da etwas daran ändern? Also das ist einfach ein Teil vom Krankenversicherungsgesetz, dass man sagt, gewisse Leistungen werden nicht übernommen von der Krankenversicherung. Das sind zum Teil präventive Leistungen
Und ja, das ist nicht die einzige Leistung, oder? Das ist Zahnarzt zum Beispiel. Müssen Sie auch selber zahlen. Also eigentlich in der Schweiz müssen wir relativ viele Leistungen selber zahlen. Wir zahlen fast ein Drittel von der Leistungen selber. Und das ist einfach Teil von unserem Gesundheitssystem. Und ich finde jetzt bei der Grippeimpfung ist das nicht so problematisch, weil das ist jetzt in dem Sinne nicht eine wahnsinnig teure Leistung. Oder? Die Versicherung, die Idee ist auch ein bisschen wirklich teure Leistungen wie chronische Patienten, sehr teure akute Erkrankungen. Für das ist eine Versicherung da. Und eine Impfung, die jetzt nicht eine Risikoperson ist, das kann die Person auch selber zahlen. So ein bisschen wie beim Zahnarzt. Und da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. Frau Taxe, teilen Sie die Einschätzung? Ich sehe das auch so. Und es sind auch ganz viele Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die dann sagen, okay, ich möchte aber, dass meine Mitarbeitenden geimpft werden, dass sie die Möglichkeit haben und dass sie dann einfach, wir organisieren einfach für die, die wollen, eine Grippeimpfung. Also das heißt, da springen ja auch wieder ganz viele ein. Natürlich ist nicht für alle diese Grippeimpfung dann umsonst, sage ich jetzt mal. Aber es ist doch mehr und mehr. Und was Sie sagen, ist das schon wichtig. Also ich meine, die Grundversicherung ist finanziell so angespannt, dass es schon gut ist, wenn man sich genau überlegt, was soll darüber bezahlt werden und was kann man vielleicht als Einzelne noch selber bezahlen. Okay, gut, dem Fall ist man ein bisschen im Goodwill vom Arbeitgeber ausgeliefert. Wenn man irgendwo, natürlich. Man muss in Arbeit sein. Das ist nur einfach als ein Beispiel. Ja, also es gibt natürlich schon sehr viele Möglichkeiten. Ja. Und man kann sich ja auch überlegen, ob man sich wirklich auch impfen lassen möchte. Die einen sagen, ich möchte es gerne, die anderen sagen, ich möchte es nicht. Also da sind wir ja eigentlich auch in einem relativ flexiblen Bereich. Und genau um die Mitspracherecht oder wie man gutes Impfgespräch mitdiskutiert, soll es als nächstes gehen. Herr Thar, darf ich Ihnen ein kleines Geschichtchen erzählen? Gut, also Rahel, Sie können Sie das Publikum vom letzten Mal vom Moderieren. Wir haben ein Gespräch gehabt, Sie erzählt, wie sie mit ihrer Dentalhygienikerin geredet hat. Und ja, Sie können sich vorstellen, es ist manchmal ein bisschen mühsam, während der Dentalhygiene reden, so Diskussionen verliert man meistens. Aber die Dentalhygienikerin hat gesagt, sie würde sich jetzt nie gegen Grippe impfen. Sie hat 2 Wochen nach der Impfung übelste Ohrenschmerzen gehabt. Solche schnell und unsauber entwickelte Impfungen würden sicher nicht in ihren Körper kommen. Herr Thar, wenn Sie jetzt bei der Dentalhygiene gewesen wären, selber bezahlt, wie hätten Sie reagiert? Also ich glaube, wir können da uns sehr entspannen, weil ich glaube, wenn eine Impfung ja noch nicht einmal da ist, wir wissen nichts über die Wirksamkeit von einer kommenden Corona-Impfung. Wir wissen nichts über die Sicherheit von einer kommenden Corona-Impfung. Ja, wir wissen nicht einmal, ob sie überhaupt kommt. Und wenn Sie es jetzt in Bezug auf eine Grippeimpfung gesagt hätten? Ja gut, wenn ich das Maul voll Dentalhygiene habe, das ist ja ein bisschen schwierig mit ihr dann zu diskutieren. Und meine Dentalhygienikerin übrigens hat das mit mir probiert und sie hat sich dann selber entschuldigt. Ja, Herr Tassi, Sie können ja nicht antworten. Excuse, jetzt fahre ich mit der Arbeit weiter. Also ich glaube, da muss man sich Zeit nehmen für so Impfgespräch. Man muss die Sorgen, die sich die Leute machen, ernst nehmen. Und ich glaube, da kann man extrem viel rausholen, wenn man die Leute, die impfskeptisch sind, denen einfach mal zulässt. Weil bis heute ist die Haupteinstellung von der Behörde und von der Ärztinnenschaft die allgemeine, die häufigste Einstellung ist, dass Impfskepsis ist etwas Absurdes. Das sind alles absurde Ängste, die die Leute haben. Aber das ist genau die Einstellung, die uns jetzt die letzten 20, 30, 40 Jahre nicht weitergebracht haben. Und darum, glaube ich, war es ein Interesse, unser nationales Forschungsprogramm zur Impfskepsis zu unterstützen und uns da mal forschen zu lassen, weil wir haben uns vorgenommen, etwas zu machen, was offenbar noch nie jemand gemacht hat, mit den impfskeptischen Patientinnen, Patienten, Eltern und auch den impfskeptischen Ärztinnen und Ärzten, mit denen mal detailliert und geduldig und vertieft reden zu gehen. Oder man darf nicht sagen, man muss
hundertmal wiederholen, dass eine Impfung, eine Grippenimpfung zum Beispiel, ist sicher, da muss man sich keine Sorgen machen, das ist doch alles Quatsch. Da kann ja nichts passieren, man kann nicht krank werden von der Grippenimpfung. Das müssen wir aufhören, weil es das nicht weiterbringt, erwiesenermaßen. So, und ich glaube, wir kommen nur weiter, wenn wir mehr auf die Impfskeptiker und Impfskeptikerinnen hören und uns mal überlegen, wieso die überhaupt impfskeptisch sind. Frau Tag, vielleicht gerade bei Ihnen, das war ja in der Medizin ein grosses Thema gewesen, die letzten paar Jahre, dass man den Patienten oder die Patientin besser lässt, in Entscheidungen mitreden. Aber eben die Schweiz hat einen fixen Impfplan eigentlich mit klar definierten Zeiten. Wie kann ich mich als Patient am besten einbringen, so in einem Impfgespräch? Wobei, das sind Empfehlungen. Ich möchte einfach nur mal sagen, es ist zwar ein Impfplan, aber es sind Empfehlungen. Und Empfehlungen bedeutet, dass der Hinweis, es wäre gut, wenn man das machen würde, aber man kann sich auch dagegen entscheiden. Und ich denke, also mein Vorredner hat mir genau das Richtige gesagt. Mit den Menschen sprechen. Also das ist so wie jedes Patientengespräch und das ist ja nichts anderes, auch quasi, dass man in die Zukunft blickt. Das heißt, dass man ein gutes Gespräch sucht, dass man wirklich abklärt, um was es geht, dass man Ängste ernst nimmt. Das ist einfach so. Es gibt Menschen, die sensibler wie andere sind. Man kann die Ursache nicht finden, aber es ist immer einfach so, das ist eine Tatsache. Und dass man dann wirklich nachguckt, was ist für die Person das Richtige. Natürlich, ich meine, wenn wir jetzt in dem Alter sind, wenn wir Kinder haben und wir haben da einfach gewisse Impfungen, wo man sagt, okay, wenn die Kinder in die Schule gehen und jetzt sind wir halt wieder am berühmten Thema Masern, dann ist es natürlich schon so, nur wenn ein großer Teil der Kinder geimpft ist, ist es, dass die anderen auch mitgeschützt sind. Wenn das nicht ist, dann fangen alle an, wieder krank zu werden oder relativ vielen. Das hat natürlich ziemliche Nebenwirkungen. Und dann muss ich irgendwie wie abwägen, was ist die Nebenwirkung der Impfung oder die potenzielle, man weiß es ja nicht, aber man kann es ahnen aufgrund von statistischen Aussagen und Ergebnissen. Und was ist die Nebenwirkung von einer Masernerkrankung? Ich habe sie gehabt. Ich muss sagen, es war nicht angenehm. Ich erinnere mich noch dran. Ich war ziemlich klein. Damals war halt die Masernimpfung noch nicht so up-to-date. Und wenn man sich das überlegt, dann muss man einfach sehen, das sind die zwei Dinge, die gegeneinander zu stellen sind. Und dann muss man sich überlegen, was ist das Richtige. Aber wie gesagt, in dem Augenblick, wo ich eben mit anderen Menschen zusammenkomme, muss ich mir einfach immer vor Augen halten, das Impfen ist nicht allein nur dafür da, dass ich mich schütze, sondern das ist dafür da, dass quasi die Gesamtheit der Bevölkerung geschützt wird. Das ist eigentlich der Hintergrund auch vom Impfen. Also wir haben wie zwei Beine und dass man auch beide Beine erkennt und dass man schaut, wie kann man die am besten zusammenbringen. Also wie kann ich mein eigenes Bedürfnis, meine eigene Einstellung zusammenbringen mit dem, dass vielleicht der Nächste an der anderen Tür eine andere Meinung hat, eine andere Konstitution hat und gegebenenfalls auf einen Schutz angewiesen ist, auf den ich krank bin. Meiner Konstitution vielleicht verzichten kann. Danke. Also bevor wir auch noch mal auf Ihre Studie zu sprechen kommen und Konsequenzen daraus ziehen, Herr Wieser, man spricht ja im Gesundheitswesen von direkten und indirekten Kosten. Also ich als Laie würde das wahrscheinlich nicht so kompetent erklären wie Sie, aber von direkten Kosten redet man, was man normalerweise könnte, oder Arztkosten, Medikamentenkosten. Aber es gibt auch indirekte Kosten, wenn zum Beispiel jemand krank wird und nachher wegen dem zum Beispiel nicht arbeiten kann. Wie ist Bezug auf Impfung, wie kann man das quantifizieren, wie das aussieht zwischen direkten und indirekten Kosten? Also man kann es eigentlich quantifizieren, auf die Impfung kann man es nicht quantifizieren, man kann es quantifizieren auf Krankheit, die durch die Impfung vermieden wird. Oder? Und wenn Sie eine Impfung haben für ältere Personen, dann nachher tun Sie vor allem Gesundheit schützen, wie die älteren Personen, die Sie gegen Grippe impfen, das ist vor allem sagen wir, Gesundheit, die Sie gewinnen. Und wenn Sie jetzt aber im Fall von Corona, wie wir jetzt gesehen oder viele Leute auch betroffen sind im Erwerbsalter, oder eigentlich würde ich sagen, das geht eigentlich über das, was wir typischerweise bei normalen Krankheiten als indirekte Kosten anschauen, dass eine Person einfach nicht schaffen kann. Bei den Infektionskrankheiten ist eben der große Effekt, dass die ganze Gesellschaft stillsteht. Oder das ist das große Problem, was wir jetzt bei der Infektionskrankheit haben. Oder dass eigentlich alles, was unser normales gesellschaftliches Leben ist, wie zurückgefahren wird. Und das ist natürlich für die Produktion, gerade für Dienstleistungen, wir sind vor allem eine Dienstleistungsgesellschaft, ist das tragisch. Oder? Es gibt Tourismus bricht zusammen, Gastgewerbe,
Gesundheitswesen selber ist auch betroffen. Oder? Ein grosser Teil von der Leute ist nicht nur, also wir haben nicht nur weniger, wir haben Corona gehabt und da sind mehr Leute behandelt worden. Aber gleichzeitig haben wir eigentlich das Gesundheitswesen abgefahren. Zum Teil, weil man gesagt hat, nur noch Notfälle werden behandelt, einfach damit das System nicht überlastet wird. Aber zum grossen Teil, und das ist heute immer noch der Fall, weil Leute Angst haben, zum Arzt zu gehen oder ins Spital zu gehen, weil sie Angst haben, sich den Arzt zu stecken. Und von dem her fährt einfach die ganze Wirtschaft ab. Und wir haben jetzt gesehen, jetzt Schätzungen sind, wie viel Prozent wird das BIP, also das Bruttoinlandprodukt, das Jahr einbrechen. Und das ist recht viel, oder? Also das wird einige Prozent vom Bruttoinlandprodukt werden da zurückgehen. Und für viele Leute heißt das Einkommensverlust, Arbeitsverlust. Und gerade Selbstständige sind in dieser Krise besonders betroffen. Also von dem her sage ich, die Kosten bei dieser Corona-Epidemie oder Pandemie, oder? Die Gesundheitskosten sind im Moment gar nicht so relevant. Es sind die gesellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Kosten, wo so viel ausmachen. Oder? Und die muss man eben auch berücksichtigen und da versuchen wir ja mit verschiedenen Massnahmen das irgendwie zu minimieren. Also wegen dem nicht zur Impfung kann ich in dem nichts sagen, aber einfach die Krankheit, oder? Das macht viel aus. Wie sieht es denn bei anderen Krankheiten aus, wo man jetzt gute Impfung dagegen hat, zum Beispiel eben bei den Masern? Bei der Masern, das ist halt vor allem mal, es kommt halt ein bisschen darauf an, ob wenn es jetzt chronisch ist, wenn das jetzt einfach die Erkrankung ist, wo das Kind einfach eine Woche krank ist, vielleicht sind die Eltern können auch nicht arbeiten, weil das Kind krank ist, das sind dann auch noch eben die indirekten Kosten, die man hat. Aber wenn es keine bleibende Gesundheitsschäden hat, ist das eigentlich nicht so tragisch, oder? Die teuren Krankheiten sind die chronischen Krankheiten, die sie für lange Zeit haben, oder Krebserkrankung, akute Erkrankung, wo einfach sehr, sehr intensive Behandlung braucht und wo man dann auch stirbt. Oder es ist ja nicht nur die Kosten, das Wichtigste sind ja auch die Gesundheit, die verloren geht. Und das müssen wir auch noch anschauen. Danke für die Einschätzung. Möchten Sie direkt etwas ergänzen oder kommen wir doch schon zu Ihrer Studie doch mal? Das ist noch interessant und wird wahrscheinlich auch ein paar vom Publikum überraschen, was die so ergeben hat. Sie hat auch gezeigt, dass gewisse Stereotypen, die man vielleicht hat oder die Gesellschaft weit verbreitet sind, dass Komplementärmediziner und Impfskepsis so etwas oft genannte Worte zusammen sind. Aber sie haben herausgefunden, dass das gar nicht so ist. Können Sie uns noch ein bisschen mehr erzählen? Ja, genau. Also man kann vielleicht als grosso modo sagen, 70% der Leute sind zufrieden mit der Empfehlung vom Bund, mit der Empfehlung von der Kinderärztin, die sagt, man tut so und so und so impfen. Und das würde ich bei ihrem Kind auch machen. 70% der Eltern zum Beispiel werden dann diskussionslos und mit Freude von mir aus sogar ihr Kind impfen. Und es gibt etwa 30%, die skeptisch sind, weil sie finden, aus verschiedenen Gründen, sie wollen, dass man ihr Kind individuell betrachtet und nicht so impft wie alle anderen auch. Und das gibt dann eben ein Gespräch, oder? Ja, was ist denn, was haben Sie für Wünsche, was haben Sie für Ansichten, was haben Sie für Lebenseinstellungen, wie soll sich das Kind entwickeln? Und ich denke, viele Kinderärztinnen und Kinderärzte machen hervorragende Impfberatung. Aber wenn dann jemand anfängt, einen Haufen Fragen zu stellen, einen Haufen Sorgen zu haben, dann kommt es schnell zu ein bisschen stressvollen Situationen. Und wenn Sie Komplementärmedizinerinnen, Komplementärmediziner fragen, die finden das nicht stressvolle Situationen, die finden das nicht problematische oder mühsame Patientinnen, die da einen Haufen Fragen stellen, ich habe doch gar nicht so viel Zeit, sondern die sehen das als ihr Kerngeschäft, die sehen das als ihre Hauptaufgabe, die skeptischen Leute eben gar nicht negativ als problematisch oder skeptisch einzuschätzen, sondern zu sagen, ja, das sind Leute, die stellen sich mehr Fragen als der durchschnittliche Schweizer Bürger, Schweizer Bürgerin, die mir jetzt gut beraten. Und das geht, wie ich schon vorher gesagt habe, das geht eine Weile. Und ich glaube, die meiste Impfskepsis, die lässt sich bereits sehr gut angehen mit guter Kommunikation, mit transparenter Aufklärung. Ja, was sind denn die Vorteile, was sind denn die möglichen Nachteile von Impfungen? Dann kommt man schon sehr weit. Frau Tag, haben Sie die Resultate von dieser Studie überrascht? Nein, überhaupt nicht.
Also das bestätigt genau das, was wir im ganz normalen Medizinrecht haben. Das ist genau das, das heißt die Compliance herstellen. Das ist nichts anderes als Compliance herstellen. Und wie macht man das? Durch eine gute Kommunikation, transparent, offen, das Gegenüber mit einbeziehen. Ich sage jetzt mal nicht Patient, sondern das Gegenüber einfach mit einbeziehen, ernst nehmen. Da kann man so viel regeln. Und ich finde es auch so wunderbar, dass Sie das auch so deutlich rausarbeiten. Das ist nämlich wichtig, weil das zeigt auch die ganzen Vorbehalte, die da sind. Die meisten lösen sich doch auf. Und deswegen ist das toll, also eine ganz wichtige Studie, die Sie haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr stark auch künftig in alle Überlegungen auch mit einbezogen wird. Und ich möchte einfach immer noch mal zurückgehen. Das Gespräch mit dem Patienten oder mit dem Gegenüber ist zentral. Das ist einfach ganz wichtig. Die Menschen, die sind, ich sage jetzt einfach mal, aufgeklärt. Sie sind interessiert. Sie wollen wissen, was mit sich, was mit ihrem eigenen Körper passiert, mit der Gesundheit, was insgesamt ist. Und das ist doch auch gut. Das ist doch toll, dass wir so sind. Also, dass wir nicht sagen, oh, ist ja egal, ob ich da jetzt... Sondern nein, ich möchte es wissen. Und wenn ich es doch weiß, kann ich doch auch eine positive Haltung zu einnehmen, weil ich weiß ja, was es eigentlich, um was es geht. Oder vielleicht bleibe ich auch bei meiner ablehnenden Haltung, aber soweit es in irgendeiner Weise geht, ist das auch zu respektieren. Schön, denn ändern wir uns schon so langsam jetzt im Schluss von der moderierten Diskussion. Aber ich möchte jetzt gerade noch kurz das neue Covid-Gesetz diskutieren, wo ja möglicherweise das Referendum ergriffen ist. Einer von den Hauptgründen, würde ich jetzt mal so formulieren, ist ja die Erwähnung von einem Impfobligatorium zusammen mit dem Pandemiegesetz, das wir haben. Können Sie uns schnell erklären, was da genau drin steht und was das überhaupt wird bedeuten? Also das ist eigentlich eine Fehlinformation, die überall gestreut wird. Wenn man von einem Impfobligatorium spricht, dann ist es gar nicht das neue Covid-Gesetz, was diese Covid-Verordnungen ablöst, weil man einfach sagt, es kann nicht sein, dass der Bundesrat immer mit so kurzzeitlich befristeten Verordnungen vorangeht, sondern es braucht eine gesetzliche Legitimierung, das ist auch richtig so, sondern es steht bereits im Epidemiengesetz drin, dass unter besonderen Voraussetzungen, also wenn besondere Umstände vorliegen, das ist Artikel 6, dass dann der Bund für gewisse Personengruppen ein Impfobligatorium anordnen kann, nicht muss. Und dann gibt es noch Ergänzungen, wenn das nicht zutrifft, dass Kantone auch unter gewissen Voraussetzungen Impfobligatorium Gebrauch machen können. Das heißt also, das, was jetzt so vehement und lebhaft diskutiert wird, steht schon lange im Gesetz, lange vor Covid. Das ist so und ich denke, das ist auch eine völlig normale Reaktion. Wird auch in anderen Ländern natürlich in gleicher Weise diskutiert. Und was ganz wichtig ist, dass man unterscheidet zwischen Impfobligatorium und Impfzwang. Das wird häufig eigentlich als ein und dasselbe verstanden, das ist aber nicht. Impfzwang ist dann, wenn ich sie nehmen würde und ich würde zwangsweise da die Spritze in den Arm stechen, es wäre ganz schlecht, wenn ich das machen würde, dann hätten sie nachher bestimmt viele blaue Flecken. Nein, Spaß beiseite. Aber das heißt, wenn ich jemanden wirklich zwinge, etwas zu erdulden, das haben wir in der Schweiz nicht. Obligatorium ist, dass man sagt, okay, für die und die Gruppen gilt die Pflicht. Wenn aber dieser Pflicht nicht nachgekommen wird, dann mag es Reaktionen geben. Zum Beispiel, dass ich im gewissen Bereich nicht arbeiten darf, weil ich mich nicht geimpft habe und ich deswegen einfach ein so großes Risiko für alle die bin, mit denen ich in Kontakt komme. Sowas kann schon passieren, aber es kann nicht passieren. Und das ist auch ganz spannend, auch nochmal bekräftigt worden in der ergänzten Botschaft zu dem Covid-Gesetz. Das war ja nach einer großen Vernehmlassung nochmal bekräftigt worden. Hat nichts mit diesem Covid-Gesetz zu tun, sondern Impfobligatorium besteht schon immer und ewig solange es das Epidemiengesetz gibt, besteht es schon und hat aber gar nichts mit der Pandemie im Augenblick zu tun, speziell. Das ist eine Vorsorge des Gesetzgebers, die auch durchaus ihre Berechtigung hat, immer, und das ist ja immer unter dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt nicht, man sagt ja oder nein, schwarz oder weiß, überhaupt nicht. Muss die gesamten Umstände prüfen und kann dann, wenn man es wirklich für angeraten erachtet, das Impfobligatorium anordnen. Aber das ist eine sehr subsidiäre Reaktion, also subsidiär eine sehr zurückhaltende Reaktion. Andere Maßnahmen gehen vor. Wie stehen denn Sie so zu dieser Kritik zum?
Covid-Gesetz oder eben zum Epidemiegesetz eigentlich? Das ist nicht so mein Thema, ich kann da nicht viel dazu sagen. Ja. Und Sie, Herr Thar, können, was auf der Webseite, auf der Referendumswebseite steht, dass das Covid-Gesetz in Kombination mit dem Epidemiegesetz das Obligatorium mit kaum geprüften Genimpfstoffen mit Langzeitwirkung ermöglicht. Wie schätzen Sie das ein? Also ich mache mir keine Sorge. Ich wie Frau Tag der Meinung, es wird in der Schweiz niemand gegen sie oder ihren Willen geimpft werden. Das wird nicht passieren. Von dem müssen wir wirklich keine Angst haben. Es gibt indirekte Zwänge, oder wenn man sagt, das Kind ist nicht geimpft, das darf nicht in eine Kita, das Kind ist nicht geimpft, das darf nicht in den Kindergarten, die Pflegefachfrau ist nicht geimpft, sie darf nicht mit Patienten arbeiten. Das sind indirekte Zwänge, wo man einen Druck aufsetzt, wo ich möchte im Zweifel ziehen, dass es das braucht. Ich glaube, es braucht keine Impfobligatorien, wenn man die Impfkommunikation verbessert und wenn Ärztinnen und Ärzte ihre Impfkenntnis verbessern, dass sie genau gleich viel wissen wie die impfskeptischen Personen, die im Durchschnitt aber sehr viel wissen, weil die stundenlang im Internet waren, sind stundenlang sich in Bücher und Ratgeber informiert haben. Die ganzen Fragen, die sie haben, sind oft eben, weil sie verwirrt sind wegen der Informationsfülle. Und wenn wir Ärztinnen und Ärzte dem nur können entgegnen, ja, im Impfplan steht, man muss den und den und den impfen, und ihre Ängste sind irrational, dann kommen wir eben nicht weiter. Also ich glaube nicht, dass es ein Impfobligatorium braucht, weil man auch die Impfskepsis auch mit guter Kommunikation können lösen. Gut, in dem Fall hohe Erwartungen an die neue Generation von Ärztinnen und Ärzten. Absolut. Wir kommen jetzt zum Abschluss der moderierten Diskussion. Eben, ich habe es ja schon erwähnt, Frau Gedanke von der Patientenorganisation kann leider heute nicht dabei sein, aber ganz spontan haben wir noch ein Gespräch mit ihr organisiert und wir haben das aufgezeichnet, es geht nur 6 Minuten und nachher kommen wir nachher in die Diskussion. Frau Gedanke wird auch noch schriftlich dabei sein und noch ein paar Kommentare abgeben und wir werden jetzt Ihnen kurz das Interview zeigen. Merci. Bis später. Natürlich den Umständen entsprechend gut und der Rest vom Team auch. Schön haben wir uns da noch spontan so schnell zusammengefunden. Und ich möchte jetzt einfach die paar Fragen, die wir eigentlich heute in der Podiumsdiskussion haben wollen, ansprechen, mit Ihnen kurz durchgehen. Reden wir doch zuerst mal ein bisschen zu der Impfstoffverteilung, jetzt bezogen auf einen möglichen Covid-Impfstoff. Wir haben davon geredet, dass die Schweiz eben viel Impfstoff schon vorreserviert hat, so von der Seite der Patientenvertretung. Finden Sie das fair, wenn Schweizer Patienten eher an Impfstoff kommen als andere in anderen Ländern? Also es ist natürlich so, dass ich jetzt persönlich die schweizerischen Patienten vertrete bei der Patientenorganisation. Das heißt, da steht natürlich das Interesse der Schweizer Patienten im Vordergrund. Was ich vielleicht noch zum Thema Fairness dazu sagen kann, ist, dass der Bund sich ja an dieser Impfinitiative beteiligt, also der Impfstoffinitiative heißt sie, glaube ich. Sie heißt COVAX und da geht es tatsächlich darum, dass man auch einkommensschwachen Ländern die Finanzierung von Impfstoffen und die Beschaffung von Impfstoffen ermöglicht. Das ist Teil der Entwicklungshilfe. Und ich halte das für richtig, dass da auch wohlhabende Länder sich daran beteiligen, dass die Impfstoffverteilung gerechter verläuft. Aber aus Optik der Patientenorganisation habe ich natürlich erstmal Interesse daran, dass in der Schweiz genug Impfstoffe, sollte es einen Impfstoff bald geben, vorhanden sind. Gut, danke für die Antwort. Bleiben wir doch gerade bei den Schweizer Patienten und nehmen einen Schritt weg von Covid jetzt per se, sondern zum Impfen im Allgemeinen. Letztes Jahr ist in der Medizin ja sehr aufgekommen, dass man den Patienten besser einbeziehen sollte in Entscheidungen. Gibt es etwas Spezielles bei Impfgesprächen, wenn ich mich als Patient einbringen sollte? Oder läuft das wie jedes andere Arztgespräch ab? Ich würde sagen, in der Tendenz ist es immer gut, bestimmte Regeln zu beachten, bevor man das Gespräch mit der Fachperson aussucht. Das betrifft jetzt nicht nur den Arzt, sondern auch andere Health Professionals. Sehr wichtig ist sicherlich, sich gut vorzubereiten und Fragen möglicherweise aufzuschreiben und sicherlich auch Ängste und Sorgen. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Impfungen möglicherweise
häufiger vorkommt, gerade in der jetzigen Diskussion, dass gewisse Vorbehalte entstehen oder auch Ängste, was Nebenwirkungen etc. angeht oder auch Notwendigkeit von Impfungen. Und wir empfehlen da immer sehr stark, sich eben gut vorzubereiten und auch offen gegenüber der Fachperson die eigenen Sorgen darzulegen und auch tatsächlich den Mut haben, auch Fragen zu stellen, wenn Unklarheiten bestehen. Das ist natürlich häufig so, dass es dann etwas fachchinesisch wird. Und da darf man als Patient ruhig mehrmals auch nachfragen, wenn etwas unklar bleibt. Gerade in Bezug auf Impfungen natürlich. Ich habe subjektiv den Eindruck, dass die Aufgeschlossenheit gegenüber Impfungen eher zugenommen hat. Ich kenne da allerdings keine Zahlen dazu. Ich denke aber, dass es besonders da wichtig ist, dass auch von Seiten der Fachperson, dass man einfühlsam darauf eingeht, wenn Vorbehalte bestehen, gerade auf der emotionalen Ebene natürlich auch. Genau, also in dem Fall möglichst viel nachfragen und Fragen stellen. Genau, sich zu trauen, Fragen zu stellen, ist immer wichtig, ja. Und bezüglich dem Fragestellen, viele stellen sich auch die Frage zum aktuellen Covid-Gesetz, das kommt. Da ein Referendum ist auch möglich, haben wir gehört. Wie stehen Sie von der Patientenorganisation zu dem Thema? Also das Covid-Gesetz, was ja jetzt schon gilt, das ist in der Vernehmlassung gewesen und so, wie ich das mitbekommen habe, ist auch in der Vernehmlassung sehr viel Kritik dagegen gekommen, die allerdings auch berücksichtigt wurde vom Bund. Es ist so, dass das Covid-Gesetz uns jetzt als Patientenorganisation relativ wenig tangiert, weil es hauptsächlich Finanzierungsleistungen betrifft. Grundsätzlich sind wir der Ansicht jetzt auch, was jegliche Corona-Maßnahmen natürlich betrifft, es muss im Vordergrund stehen, dass Patienten die medizinische Versorgung bekommen, die sie brauchen. Und letzten Endes müssen jegliche Maßnahmen davon abgeleitet werden. Und was die Finanzierungsleistungen anbetrifft, die das Covid-Gesetz hauptsächlich regelt, davon sind wir jetzt nicht unmittelbar betroffen. Und bezüglich erwähnte Impfobligatorium jetzt in Bezug auch mit dem Epidemiegesetz zusammen? Also was mir auffällt, ist, dass das Impfobligatorium, das wäre natürlich jetzt auch schon möglich. Also der Bund könnte das auch jetzt schon in der besonderen Lage verhängen, wenn er es für richtig halten würde. Ich habe da noch keine wirklich ausgearbeitete Position dazu, weil es einfach noch sehr weit weg ist. Es hängt sehr vieles sicherlich davon ab, wie das ausgestaltet sein würde, das Impfobligatorium. Es macht jetzt aus unserer Perspektive Sinn für bestimmte Fachpersonen, die mit dem Gesundheitswesen sehr häufig in Berührung kommen. Darüber könnte man durchaus nachdenken, muss man sicherlich auch nachdenken. Ich denke aber, dass die Akzeptanz für das mögliches Impfobligatorium, wenn es denn kommen könnte, sehr im Konjunktiv gesprochen, sehr stark davon abhängt, wie die Ausgestaltung wäre, also was für Sanktionsmaßnahmen dann getroffen werden würden, wenn das nicht eingehalten würde. Ich denke aber, dass das noch sehr früh ist, darüber nachzudenken, ob das jetzt obligatorisch wird oder nicht und wenn ja, für welche Bevölkerungsgruppen. Ich halte das ehrlich gesagt für eher unwahrscheinlich. Danke Ihnen, Frau Gedanke, für die Einschätzungen. Schön, haben wir uns noch getroffen. Eben, ich wünsche natürlich Ihrem Team und Ihnen nur die beste Gesundheit. Frau Gedanke wird auch nachher im Livestream uns schriftlich noch ein bisschen Fragen beantworten. Also schön, dass wir Sie dort auch noch dabei haben. Und ich gebe jetzt zurück an Luca in 3 Stunden Zukunft. Schönen Abend noch. Merci vielmals. Schön, Frau Gedanke, haben wir es gleich noch irgendwie hinbekommen, dass Sie Ihre Vertretung noch machen können von den Patientinnen und Patienten. Herr Wieser, wir gehen jetzt direkt zu der Publikumsfrage. Und die erste Frage ist eine, die ich denke, die könnte noch zu Ihnen passen. Nämlich bezüglich einer Verteilungspraxis, wo wir ganz am Anfang davon geredet werden. Mhm. Wir haben auch von der Vorreservationsliste geredet. Die Vorreservationsliste, treiben die nicht Preise für einen Impfstoff in die Höhe? Nein, nicht unbedingt. Eben, wie genau die Preise festgelegt werden, das ist noch ganz unklar. Aber es ist klar, dass es eine große Nachfrage gibt. Oder? Es gibt eine enorme Nachfrage nach einem wirksamen, sicheren Impfstoff. Und ich würde jetzt sagen,
das wird nicht ein, die Zahlungsbereitschaft für den Impfstoff ist sehr hoch. Und ihr könnt sich vorstellen, wie viel man heute geben wird, wenn man so einen Impfstoff hat, oder wie viel man zahlt dafür. Und ich glaube, der Preis ist nicht, wie habe ich vorher schon mal gesagt, ist nicht das Problem bei dem Impfstoff. Das wird im Vergleich, was wir sonst fürs Gesundheitswesen ausgeben, wird das weniger sein. Es wird wahrscheinlich so viel sein, wie wir im Jahr für Dentalhygiene ausgeben. Also, das wäre meine Prognose. Haben wir schon bei dem Beispiel gesehen. Das würde in dieser Größenordnung sein. Aber wenn eben die ganze Welt so Dentalhygiene braucht, oder? Und das vielleicht sogar mehrmals, vielleicht muss man ja mehrmals impfen, wenn man gehört, dann ist das für die Industrie, wo der wirksame Impfstoff produziert, immer noch viel Geld. Aber ich glaube, für unser Gesundheitssystem ist das nicht so das Problem. Schätzen Sie das gleiche, Frau Tag? Schätze ich genauso ein, ja. Und man muss natürlich auch sagen, die Vorreservationen haben natürlich auch einen guten Sinn. Die ermöglichen nämlich insbesondere dann, wenn ja auch Geld schon fließt, dass überhaupt die Forschung durchgeführt werden kann. Man verlangt ja was Unmögliches von den Pharmafirmen. Die sollen von jetzt auf nachher einen wunderbaren, wirksamen, sicheren Impfstoff herstellen. Das geht nicht. Das ist sehr teuer. Das ist sehr teuer, auch wenn man die ganzen Verfahren abkürzt. Und das bedeutet, auch wenn manche Pharmafirmen über große finanzielle Mittel verfügen, das ist nicht bei allen der Fall. Und wenn man jetzt da quasi durch diese Vorreservationen Geld ins System bringt, dann heißt es auch, es wird beschleunigt. Und es wird nicht nur beschleunigt für die Schweiz, sondern sind wir jetzt wieder bei dem Thema, es wird auch beschleunigt für die Länder, die es sich nämlich sonst nicht leisten könnten. Das ist ganz wichtig, auch nachher mit den Preisunterschieden, aber trotzdem, es wird da beschleunigt. Das ist ja was ganz Zentrales. Und ich meine, man muss einfach nur sagen, wir haben ja nur erst dann eine Sicherheit, wenn wir weltweit einigermaßen eine Sicherheit haben. Denn wir können ja nicht in der Schweiz sagen, wunderbar, wir haben jetzt den Impfstoff. Aber wie lange hält er, wie ist er nachher ausgestaltet, das wissen wir doch alles nicht. Es ist doch wichtig, weltweit die Optionen zur Verfügung stehen und deswegen eigentlich alles zu unternehmen, dass es möglichst schnell geht, wie Sie sagen, einen ganz sicheren, wirksamen Impfstoff herzustellen. Ohne große Nebenwirkungen. Das wäre meine Wunschliste. Man kann sich ja immer wünschen, oder? Na, absolut. Die Zukunft wird sagen. Und Herr Thaar, Sie werden, ich sehe es gerade, Sie werden im Chat von Fragen überrönt. Zuerst mal zum Thema vom Human Challenge Trial. Sind die Trials überhaupt sicher? Und es gibt momentan so viele Erkrankungen, bei denen man nicht weiss, ob es einen Zusammenhang zu Covid gibt. Ich habe die Frage nicht verstanden. Sind die Human Challenge Trials sicher, ist die Frage? Genau, ja. Es gibt keine Human Challenge Trials. Ich glaube, die Frage ist eher, sind die Impfstoffentwicklungs-Trials, also die klinische Studie, sicher? Mhm. Also das kann man nicht mit Ja beantworten, weil das ist immer ein Risiko, dass etwas könnte passieren, wenn man sich impfen lässt oder mit einem Medikament behandeln lässt, das noch nicht erprobt ist, weil das ist ja gerade der Punkt. Wir sind jetzt in der Erprobung, in der Erforschung von diesen Impfstoffen. Da kann ich niemandem, die Herstellerfirma, alle Expertinnen von der Welt können den Patientinnen, also den gesunden Personen, die sich hier impfen lassen, nicht eine Garantie geben, dass nichts wird passieren an Nebenwirkungen. Das ist es. Aber das liegt in der Natur von der Sache. Das ist so. Das kann man einfach nur betonen. Also ich meine, deswegen sind wir ja in Phase 1, 2, 3 der Arzneimittelerprobung, wo die Impfstoffe reingehören. Und das ist genau der Punkt, dass wir uns Schritt für Schritt dem Ganzen nähern, wie sicher ist, ich sage mal, das Medikament oder wie sicher ist der Impfstoff. Und es kann sowohl in der Phase 1, 2 wie 3, also wenn wir quasi aus der Grundlagenforschung raus sind, kann immer noch was sein. Und es gibt auch viele Medikamente, die plötzlich in der Phase 3 gestoppt werden, weil irgendeine Nebenwirkung rauskommt, die man vorher einfach nicht gesehen hat, weil die Gruppe von Probanden einfach zu klein war. Und das ist so. Also ohne dieses Risiko können wir im Prinzip keine Medikamente entwickeln. Und das war ja auch vorhin die Ausgangsfrage. Kann ich vielleicht direkt vom Tierversuch zur Impfung gehen? Ja, auf keinen Fall, würde ich meinen. Also ich mag mich ja gern korrigieren lassen, aber wir brauchen einfach den Zwischenschritt. Und der Einzige, der uns da wirklich weiterhelfen kann, ist eigentlich der Mensch. Man kann sehr vieles an den Zellen machen, das ist selbstverständlich. Aber nachher den gesamten Organismus zu
betrachten, unter der Einwirkung von Impfstoff oder Einwirkung von Placebo, das ist einfach was ganz anderes. Merci, und jetzt komme ich vielleicht nochmal zu Ihnen, Herr Wieser. Da in der Kommentarspalte auf Slido gibt es nochmal eine Wirtschaftsfrage, wie das angekündigt wird, nämlich dass Novartis im 2009 bezüglich der Schweinegrippe Milliarden verdient hat, indem gezielt Angst geschürt wurde. Da wird noch Arte zitiert. Wie schätzen Sie das ein und ist so ein Szenario momentan ausgeschlossen? Also ich kenne jetzt die Situation von Novartis nicht, aber es kann natürlich, also wenn man natürlich ich würde sagen, wir reden von Corona, oder? Und ich meine, da können Sie sagen, ist es eine reale oder irreale Angst? Ich glaube, die meisten Leute, die kompetent sind, sagen, das ist ein reales gesundheitliches Problem, oder? Und auch die Angst, und man sieht jetzt nicht nur das medizinische, sondern das psychologische Problem zunehmend, und ist es ein reales gesellschaftliches, weltweites Problem. Und ich glaube nicht, dass es das braucht, dass man da Angst schürt. Wir haben alle schon recht viel Respekt vor dieser Krankheit, oder? Und von dem her, ja, ich glaube, ich sehe das nicht als ein Problem. Ja. Sie auch nicht, Herr Thaar? Ich würde gerne ergänzen. Also, die Frage zielt wahrscheinlich ab auf die Schweinegrippe-Pandemie 2009, oder? Dort muss man sich vorstellen, dort ist es ähnlich gesehen wie heute in der Corona-Pandemie. Der Bund hat in die Zukunft schauen und eine Prognose machen, wie schwerwiegend wird die Schweinegrippe sein. Sie haben es nicht gewusst. Und in dem Moment haben sie aber schon wollen, erst einmal Tamiflu, also Firma Roche, nicht Novartis, Tamiflu, hat der Bund eingekauft, um können Schweinegrippe betroffene Patientinnen und Patienten zu behandeln. Dann hat Roche viel Geld mit diesen Vorreservationen, würde man heute sagen, oder diesen Einkäufen, diesen Lagerbeständen, die der Bund gemacht hat, hat viel Geld verdient. Und dann mit den verschiedenen Impfungen, die dann im Schnelltempo entwickelt worden sind, auch diese Impfungen hat man im grossen Rahmen eingekauft. Und dann haben die Herstellerfirmen einen Haufen Geld verdient. Aber wiederum, das ist das Normalste von der Welt, ein Bundesamt für Gesundheit. Der Bund muss seine Bürger und Bürgerinnen schützen und das kostet einen Haufen Geld. Und was nicht geht als Politiker, als Behörde, ist, dass man zu wenig ausgegeben hat, zu wenig Impfstoff hat, zu wenig Tamiflu hat. Und am Schluss sterben schwangere Frauen, es sterben kleine Kinder. Das geht nicht. Wir müssen in Anführungszeichen immer zu viel Geld ausgeben und am Schluss dann halt lernen, dass wir viel zu viel ausgegeben haben und dass gewisse Firmen auch Geld verdient haben damit. Es geht nicht anders. Das ist immer so in der Gesundheitspolitik. Also eine schwierige Abschätzung, wie man hier sieht. Und gehen wir doch vom 2009 wieder ein bisschen ins jüngere Zeitalter, nämlich vielleicht an Sie, Frau Tag, bezüglich der Grippeimpfung. Das ist ja momentan auch ein grosses Thema. Wer soll sich gegen Grippe impfen dieses Jahr? Wir haben eine beschränkte Anzahl an Grippeimpfdosen. Soll ich als gesunde Person mich vielleicht jetzt extra nicht impfen lassen, den Herbst? Oder soll man da alles gleich weitermachen? Also ich muss vorsichtig sein, ich bin keine Medizinerin, Medizinrechtler. Ja. Also ich gebe lieber die Frage an den Mediziner, weil man so nie auf fremdem Gebiet will. Dann darf ich es an Sie weitergeben? Die Frage ist, ob man sich gegen Grippe impfen lassen soll. Wem würden Sie jetzt das den Herbst empfehlen? Also ich würde es nicht allzu früh empfehlen, weil es gibt gewisse Daten, die sind nicht so schlecht, dass eine Grippeimpfung nach ungefähr 90 Tagen, nach etwa 3 Monaten vielleicht nicht mehr schützt. Also der Schutz kommt nach 10, 14 Tagen und nach etwa 3 Monate ist er vielleicht nicht mehr da. Also wenn man sich jetzt als allererste gerade Mitte Oktober impft, dann kann man nicht sicher sein, dass man Mitte November, Dezember, Mitte Januar und noch später immer noch geschützt ist. Und letztes Jahr und auch in Vorjahren ist die Grippeepidemie, wo ja jedes Jahr relativ, wo man sehr gut voraussagen kann, die kommt Ende Dezember meistens, ab und zu kommt sie ein bisschen früher, aber die kommt irgendwann mal im Dezember und geht dann irgendwann mal im Februar, März weg. Wenn man sich zu früh impfen lässt, dann ist man vielleicht im Februar, März, wo die Grippewelle dann immer noch da ist, ist man vielleicht nicht mehr geschützt. Darum empfehle ich meinen Patientinnen und ich selber tue mich immer erst Ende November, Anfang Dezember impfen lassen. Gleichzeitig muss man berücksichtigen, für ein Spital, für eine
Hausärztinnenpraxis, die müssen das auch logistisch auf die Reihe kriegen. Wenn alle gleichzeitig Anfang Dezember reinstürmen und sich impfen lassen, dann überlastet das vielleicht das System von einer Praxis. Also darum ist es gut, kann man heute auch in Apotheken impfen. Darum ist es gut, wenn die Impfung von grossen Bevölkerungsteilen ein bisschen ausgedehnt wird. Sonst wäre es logistisch gar nicht machbar. Gut, jetzt haben wir auch noch ein bisschen Praxisempfehlung bekommen für uns alle und auch sie daheim. Und darum möchte ich langsam auch zum Abschluss kommen von dem Podium. Vielleicht zum Schluss, was würden Sie in ein oder zwei Sätzen noch unseren Gästen daheim mitgeben, was sie von dem oben sollen, morgen zu oben in ihrem Feuer oben nachdenken? Dass man sich selbst immer bewusst ist, was man möchte und dass man sich aber nicht verängstigen lässt durch äußere Umstände, sondern dass man sich auf sich besinnt, auf die eigene Stärke, die man hat. Und ich glaube, dann kommt man auch relativ gut durch diese Zeit. Danke, Frau Tag. Herr Wieser, was möchten Sie unseren Zuschauern mitgeben? Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man bei dieser Krise, bei dieser Gesundheitskrise sieht, dass es eine gesellschaftliche Krise ist und dass der grösste Impact im Moment nicht im Gesundheitswesen ist oder bei den Corona-Erkrankten, sondern gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich auch andere Krankheiten und auch Armut und Wirtschaftskrise hat auch sehr großen Impact auf die Gesellschaft, dass wir auch an das denken und nicht immer nur an die möglichen Corona-Toten. Herr Thaar? Ja, wir müssen hier zusammen durch. Wir müssen jetzt die Massnahmen, die wir wissen, dass sie sicher sind zum Corona-Verbreitung, die müssen wir jetzt einhalten. Und wir müssen die zweite Welle, wir müssen auch jetzt hier wieder probieren, die Überlastung der Spitäler, der Intensivstationen zu vermeiden. Und gleichzeitig, wie Sie gesagt haben, wir können uns nicht von Angst leiden lassen. Angst macht einem krank. Wir müssen gleich mit Zuversicht in Zukunft schauen. Irgendwann geht das vorbei. Und wir müssen auf das Beste daraus machen bis dann. Und eine Corona-Impfung wird nicht alle unsere Probleme lösen. Das wird nicht das Ende von Corona sein. Wir werden noch eine Weile mit Corona müssen leben. Aber wir müssen ein normales Leben, so wie es geht, zusammen leben, probieren und das gemeinsam als Gesellschaft meistern und da nicht dran zugrunde gehen. Gut, in dem Fall tun Sie am besten gut weiterleben daheim, ganz nach den Empfehlungen von Ihrem Arzt. Und ich möchte mich ganz herzlich bei all Ihnen bedanken, die heute so oben gekommen sind. Natürlich auch an Frau Gedanke, die hier virtuell dabei war. Wir haben hier noch kleine Geschenke für Sie. Ein Glas Honig, damit Sie sich dann am Samstagmorgen gut von der Podiumsdiskussion bei einem Honigbrot erholen können. Und natürlich den traditionellen Blumenstrauß. Ich übergebe ihn dann später, beziehungsweise ich werde ihn irgendwo am Boden stellen, damit natürlich auch bei uns hier alles eingehalten wird. Gut. Merci vielmals auch noch als Team hinter den Kulissen, sei es bei der Technik, bei der Werbung, überall. Das war sehr toll, es hat Spass gemacht, hier mitzuarbeiten. Das war es für unsere Veranstaltungsreihe Impfen in Zeiten der Pandemie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Schön, dass Sie alle dabei waren. Ade miteinander.